Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem Solo-Projekt von mir. Ja, wer mich nicht kennt, mein Name ist Maximilian. Besser bekannt als Max früher auf diesem Kanal. Ja, bevor ich Sven die Zügel übergeben habe, habe ich diesen Kanal hauptsächlich moderiert und geführt. Aber wie das immer so ist, man muss irgendwann mal die Zügel der jüngeren Generation geben und ihr das Ganze überlassen. Ihr hört mich noch in den Togethers, die wir machen, meistens Total War, Warhammer oder auch andere Total War Titel. Da treten wir gemeinsam auf, oder wenn wir mal wieder Lust auf GTA Online oder Red Dead Redemption haben, spielen wir natürlich auch das. Aber, liebe Freunde, hier führe ich euch mal wieder zurück in eine der älteren Zeiten des Kanals. Ich verlinke es euch auch in der Videobeschreibung. Ich habe auch ältere Spiele gespielt hier, immer mal wieder so die Juwelen ausgegraben, weil ich immer finde, die modernen Games, die haben nichts mehr drauf. Das ist alles viel zu Mainstream. Man muss zu der puren Reinheit des Gamings zurückkehren, und deswegen habe ich die Thief-Reihe, eine meiner Lieblingsspielereien, für mich entdeckt. Ich habe bereits den ersten Teil, also Dark Project, der Meisterdieb, hier Let's Played. Natürlich auch der Nachfolger, Dark Project 2, The Metal Age. Dann Dark Project 3, der ja schon eher so Richtung Moderne ging, und leider Gottes auch den vierten Teil, der ja ein Reboot der Serie darstellen sollte, was ja sauber in die Hose gegangen ist, weswegen ja auch nichts mehr kommt. Deswegen habe ich mich mal umgeguckt, und es gibt für Thief 2 The Metal Age sogenannte Custom Campaigns, und mit Abstand eine der besten ist diese hier. Thief 2X Shadows of the Metal Age. Man spielt eine junge Dame, um das Ganze auch mal ein bisschen so in die weibliche Szene hier zu schieben, weil normalerweise hat man früher als Hauptcharakter immer einen Mann gespielt. Man spielt ja Garrett in Dark Project als Hauptcharakter, als Dieb, ja, als jemand, der sich von den Hütern abgewandt hat. Und hier gibt es eine Story quasi, die parallel verläuft. Also schaut vielleicht mal in mein Let's Play von Thief 2 The Metal Age rein. Wie gesagt, in der Videobeschreibung unten verlinkt. Da erfahrt ihr quasi die Story von Thief 2 und worum es da geht. Und das hier ist etwas, was sich so parallel entwickelt. Aber ich will euch gar nicht lange aufhalten hier im Hauptmenü. Ich würde sagen, wir starten rein mal auf Normal. Wie gesagt, bei Hard Experte, man stirbt schneller, man kriegt mehr Aufgaben. Ich persönlich kenne diese Mod schon, ich habe sie schon mal angespielt, aber ich würde sie ganz gerne mit euch zusammenspielen und sie mit euch auch zusammen durchspielen, wenn ihr das wollt. Ich mache hier jetzt heute erstmal eine Pilotfolge für eine gute Stunde, würde ich sagen, so roundabout, je nachdem wie das passt. Und wenn ihr sagt, ja, ihr wollt mehr davon sehen, dann schlagen wir uns zusammen durch die Story von Thief 2X The Metal Age, genau. Und von dieser Mod, von dieser Story-Mod. Und wie gesagt, Thief ist ein Schleichspiel. Das heißt, man muss sich überwiegend in den Schatten bewegen, um nicht gesehen zu werden. Man stirbt wahnsinnig schnell, wenn man entdeckt wird. Das heißt, der Hauptfokus des Spiels liegt auf Schleichen. Und sich in den Schatten bewegen und aus dem Hinterhalt agieren. Und ja, das ist mal auch ein Kontrast zu dem, was es sonst momentan auf dem Markt gibt. Deswegen würde ich sagen, wir starten das Spiel. And I'll get to set sail on my own, with my own ship. I've fought for this opportunity for so long, and now I can barely believe this day is here. I feel like a little child, filled with uncontrollable excitement. It'll be a long journey, and I'll miss my family, I know. But I've got to do this. I have to prove my worth, not just to my family, but to myself. I'll be shipping some goods to a large city for trade. I've never been there before, but it's rumored to be full of opportunity and wealth.
At least I won't have to be there alone. My cousin, Kedar, has been trading in the city for a while, and I have some cargo for him. We used to play together when we were kids. I haven't seen him in so long, but he wants me to visit his new shop. I've missed Kedar. I look forward to this challenge, and I know that whatever may lay ahead, Linjala will watch over me, and I'll enjoy every minute of my adventure, even with the dangerous waters and approaching storms. Ja, das Spiel ist, wie ihr gesehen habt, komplett auf Englisch. Wir spielen eben eine junge Dame, deren Name mir entfallen ist. Der wird aber natürlich gleich noch genauer erwähnt oder genauer gesagt. Die aus einem fernen Land kommt. Also ihr merkt schon vom Hintergrund her, das ist jetzt nicht so typisches Thief, dieses Steampunkige, was da eigentlich immer so abgeht, sondern das scheint an ägyptisch angehaucht zu sein, das Ganze. Und ja, sie freut sich auf ihre Fahrt in die weite Welt, ist anscheinend gerade erst volljährig geworden sozusagen, will sich ihren Wert ihr und ihrer Familie beweisen. Ja, schauen wir doch einfach mal rein, wie gut das läuft, und in guter Thief-Manier wird das wahrscheinlich blendend laufen. Wir müssen die Dockbereiche nach unserem Cousin Kedar absuchen und da wird bestimmt überhaupt nichts schief gehen. Da bin ich mir absolut sicher. Also es ist quasi wie Piece of Cake, ne? Also Walk in the park. Don't you worry about a thing, little missy. I'll take care of your cargo until you get back. Ja, gut. Der kümmert sich um unsere Waren, die wir eingeschifft haben. Ich versuche immer so ein bisschen zu übersetzen. So die wichtigsten Sachen, aber halt so eher frei, sage ich mal. Ja, was seht ihr hier auf dem Bildschirm? Unten links ist unsere Lebensanzeige. In der Mitte ist das Lichtjuwel. Das ist hier ein bisschen anders dargestellt, wie so eine Kugel sieht es hier aus. Das normalerweise ist das wirklich so ein, ja, so ein Stein. Wie gesagt, schaut in meinen Thief 2 oder auch in die anderen Teile. Da ist das so ein bisschen anders dargestellt. Es verändert sich gerade nicht. Also normalerweise, wenn wir jetzt uns in den Schatten stellen würden, würde das eben dunkel werden, um halt zu signalisieren, wie gut wir zu sehen sind. Aber, wie schon gesagt, wir sind eine junge Frau, die gerade vollkommen ohne Lebenserfahrung hier in eine fremde Stadt geschippert ist. Deswegen beherrscht sie diese Fähigkeit, sich in den Schatten zu verstecken. Vielleicht auch noch gar nicht. Ja, und wir suchen jetzt diesen Dockbereich hier ab. Schauen, ob wir irgendwas Nützliches finden. Das Spiel, also Thief 2 an sich, ist ja damals von Looking Glass Studios. Die sind leider schon vor Ewigkeiten pleite gegangen. Die haben übrigens auch Spiele wie System Shock gemacht, falls euch das was sagt. Das ist auch die gleiche Engine, die hier verwendet wird. Von System Shock habe ich gesehen, gibt es einen Remaster mittlerweile. Wer weiß, vielleicht ist Thief auch irgendwann mal dran. Genau. Objekte werden hervorgehoben, wenn man mit ihnen interagieren kann. Die Steuerung ist simpel. Genau. Genau, wir können es öffnen, schließen, wie wir Bock haben. Und jetzt sind wir eingesperrt. So, Elfinji, Dayport Warehouse. Kedar! There you are! Hey, I was just on my way down to the docks. You're early. I've missed you. It just isn't the same at home. I've missed you too, Sayer. I just go by Zaya now. I'm not a kid anymore. Come on, I'll take you back to my shop. I think you're really gonna like the city, Zaya. It's full of promise. You'll see. Er klingt voll überzeugt. I can't wait to see. So, Zaya heißen wir. Ja, cooler Name. Ah ja. Partial Map of the City, Docks und Office. Hier sind wir gerade, ja. Dieser Bereich, der so gelb hervorgehoben ist, da sind wir. To Commercial District, to Old Quarter, Daygate Access for After Hours Shipments. Und Notes, ja, wir können uns Notizen machen. Das ist hier, wie ihr seht, ist das, ja, halt, also nicht, wir haben einen Kompass und wir haben einen Questmarker, wo wir hinlaufen müssen oder so, sondern wir müssen uns selber durchhangeln, ja. Und da war es halt eben auch erforderlich, dass man sich halt eben hier Notizen macht, ja. Die sogar in der coolen Schrift sind. Und man konnte die dann auch wieder löschen. Ich kann die Notiz noch überall auf dem Papier machen. Ich kann jetzt sagen, hier zum Beispiel, ja. Oder
ja. Na, und die werden dann auch gespeichert. Also. So, wir haben Kedar gefunden. Wir müssen ihm jetzt folgen zu seinem Shop. Ja. Es regnet und deswegen sollen wir nah bei ihm bleiben, weil er uns mit seiner Körperwärme trocknet. Das ist keine Ahnung, ja. Ja, okay. Ich glaube, diese. Oh, ich kann das. Ich kann das nicht mehr wegmachen. Ja, okay, gut. Wir müssen auf die Notes nicht mehr zurückgreifen. So. Dann bleiben wir mal nah bei ihm. Ja, also hat natürlich nichts mit Sayas Heimat hier zu tun. Ne? Es ist dunkel, es ist schmutzig, es ist ekelhaft, das Wetter. Aber sie verspricht sich hier halt so quasi... ist quasi der amerikanische Traum, den sie hier leben will, oder der... It may be pouring out here, but the city doesn't look as dangerous as I've heard. These streets are deserted. Well, I guess most of the city's not too bad, except for the poor section over to the west. There are some places there not even the city watch will go. Still, I wouldn't go out by yourself. The city's no place for a stranger, especially at a time like this. Ja, klingt jetzt nicht so verlockend. Es ist interessant, dass man den Regen auch gar nicht hört, ne? Also wie gesagt, die Optik vom Spiel ist schon aufgebohrt worden an der Stelle. So viel man halt aus dieser Dark Engine rausholen kann. Normalerweise sieht das noch hässlicher aus, aber mal gewisse so kantige Sachen hier oder halt gewisse Effekte, das kann man halt dann mit der Engine nicht mehr verbessern. Aber die haben hier schon ganz gut was rausgeholt, wenn man das... You're gonna have to tell me all about your trip when we get back, Saya. It's been so long since I've seen anyone from the family. Hat sich's hier mal gut gehen lassen. Das habe ich sure ja da... hope this weather lets up soon. Ich habe ja auch schon damals eine Grafikmod verwendet für Thief 2, weil es ja ansonsten unansehnlich ist. Ich meine, das Spiel ist von 1999, ja. Oder 2000. Das ist schon lange her. Deswegen, oh, eine Schaufel. Die ich nicht mitnehmen kann. Anscheinend muss ich noch Don't viel worry. Mehr. The shop's not too far from here. Aber ihr merkt die Ambience-Music im Hintergrund. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu leise gemacht. Das ist schon immer sehr cool. I can't remember the last time a morning looked this dark. You know, just a couple streets over to the west of where we are right now, I had a friend tell me he saw a ghost. Really? Would you believe it? Some of the old buildings over there are supposed to be haunted. Tavalon Weaponsmith. Hey, why are the day gates closed? What's going on here? Hey guys, looky what I found. Gott. You're mine. Well, here's an arrow for you. Ouch. Okay, das war eine unerwartete Wendung der Ereignisse. Okay. Fellow Kedar, flee the thugs and escape with your life. Ja, wir sind vor den Geflohenen in dieses Haus, von dem Kedar gerade gesprochen hat. Das hat mich jetzt überrascht, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Okay, find a safe place to hide until you figure out what's going on. Also einen sicheren Bereich finden, bis wir rausgefunden haben, was hier eigentlich abgeht.
ja. Ich kann das tatsächlich nicht mehr wegmachen. Na, okay, gut. Maybe this isn't such a good idea. Yeah. Come on, man. She's cornered. I'm not going in there. Are you crazy? That place is haunted. Yeah, I've heard some. A rough map. Ah, okay. Dining room, library. Okay, ist jetzt von dem Haus quasi. It's not haunted. Then you go in there alone. I need people with me to search for her. Well, I'm not going in there, and anyone who does is crazy. Fine. Maybe you're right. The zombies can have her then. We'll just hang outside here to make sure she doesn't come back. I'll make certain she doesn't leave from the windows. Okay. Zombies, schön. Da ist schon mal ein Geist. Notes of Adventurer by Anonymous. Book 1. An excellent way to get a ferry to the bound with you. But for myself, I have another way. Get off the woods. Two things. A cup of dew and a branch of oak with leaves that are green. Bring this to a wood in moonlight, but it should have only a half moon to it. Next, find a circle of toadstools. Okay, also will jemand, dass man eine Oak-Rinde, also eine Eichenrinde mit Blättern dran noch findet. Ein sehr schlechtes Englisch. Ups. And after the great fire, which purified the land, there arose a people who were of a place not of anything we know. Their hair did billow out like great sails, and their skin tone with a high glimmer. Their eyes were pale and sad, for they had fled their own land, which was dying. They did practice magics which were new to this place, magics which brought up new trees and carved out the mountains and hills to their liking. Okay, seltsame Leute, die aus einem fernen Land kamen und alles mit Magie umgestaltet haben. They called themselves Children of the Danu. Das ist schwer zu lesen. Who was their mother and protector? There are two accounts of how they came to arrive here. And one is that they sailed on a ship in the air. Another that they walked on the mists across the ocean. A long journey that they soon met with resistance. When one of the most amazing discoveries in this journey was a type of food called chocolate. Ja, Schokolade halt, ne? By the natives, it remains difficult to procure, though I have found myself paining for it of late. Okay, interessant. Was kann man hier noch so lesen? Excerpts from Roland's Life and History Notebook, Chapter 4. Because of my reputation as a swift note-taker and as one of his deeply intrigued by matters of history, I was given the opportunity to be witness to a special interrogation by the Hammerites. Ah, die Hammeriten wieder, okay. Up on that day, they had captured a young acolyte of the group known as the Hand Brotherhood. I had heard of this brotherhood and had seen two, I believed, to be these strange mages, but I had never spoken directly to one before. As it was, this acolyte did not speak with the strange echo that pervades the voices of the mages, leaven apprentice if they are in a small room. So it was my belief he was a mere apprentice of some sort. He was caught in trying to sneak into a hammer library, but opened the wrong door at the wrong time. 2 hours later, I arrived and Father Doran proceeded to question the apprentice. At first, he would not speak, but his tongue loosened a bit when one of the hammers brought in a pot of boiling water. The mere
Sight sent him into fits, but he soon calmed himself and revealed his allegiance to the Hand Brotherhood. His eyes were dark, as was his hair, and though youthful, he held a permanent scowl as he glared at the Hammerites and myself. He revealed that he went to the library of his own accord, that he might acquire a few books and return, thereby impressing his teachers. Both Father Doran and myself doubted this claim. Little as we knew of the Brotherhood, we were certain they would be unimpressed with petty thievery. Soon, the head Hammerite interrogator came into the room with what can only be described as instruments of torture. At first he poked and prodded the young mage, who still refused to speak. Then, and I had to look away at this, greater measures were taken. I watched Father Doran, who did flinch more than once. He even closed his eyes for a few moments, his expression pained. Finally, the boy spoke the truth. He was cast out from the Brotherhood for attempting to gain forbidden knowledge, and he hoped he might find that knowledge in the Hammerite library to use against his former teachers. Sad thing that I left before I found out his name, but he was sentenced to jail for a while and then was to be turned over to the mages. I do not know if this ever occurred. Chapter 2. As it stands, it is entirely possible that the modern-day mages, descended from those precursors, that I have no proof of this. The precursor artifacts that I have seen point to a society far too different to be the ancestor of what is known to the Hand Brotherhood. Not only that, but the mages come from far beyond the East Shore. My attempts to speak with a member of the Brotherhood have been thwarted at every turn. Not only don't they like visitors, they also shun those with any serious questions. A pity. Chapter 16. Of course, the strangest thing that was that their skin shone a bright green, their hair flowed around them, and I felt as tough I might fall under their spell. Far away though I was, I couldn't help but stare, and it seemed as though I was growing nearer to them, despite the fact that my feet were firmly planted on the ground. They were beautiful, these strange women. At least their glowing yellow eyes caught sight of me, and I tensed. Their hair rose about them, and I turned, running like the coward that I am. Who knows what tortures I might have had were I captured. I think about this often. Chapter 17. Despite those things, I am still considered, wie lang ist dieses Buch, a historian. Though the pagans are interesting, there doesn't appear to be any evidence that the trickster was ever a tangible deity, or that he could somehow be reborn. It just isn't feasible. The Hammers, of course, vehemently deny this, but what am I to say? They just won't face the facts, no matter how clearly presented, and I do fear that they may take my facts to be blasphemy. Still, all their training is good, even if there's no trickster to do battle with. Someone must protect the weak and innocent of the city. We certainly cannot rely on the local government to lift a finger against the criminals. How I long for a strong hand of justice to swiftly smite down the scum of the gutters. Okay, jetzt ist das Buch zu Ende. Also, irgendwie eine Gilde, eine Magiergilde, Hand Brotherhood, also die Bruderschaft der Hand, von der er da erzählt hat. Jemand, der gefoltert wurde, weil er da Mitglied war. Ist ein bisschen aus den Fetzen gerissen. Die Hammeriten, also die ist ja eine dieser Fraktionen, die Pagans, also die, sag schnell. die ja auch eine Fraktion darstellten. Den Trickster haben wir im ersten Dark Project besiegt. Ja, das war ja Konstantin. Ja, die Heiden, ja, die Trickster, die Pagans, die Heiden, die irgendwie so Magie haben und jetzt eine Hand Brotherhood, die da noch irgendwie mit reinmischt. Also werden wieder mehrere Fraktionen vorgestellt. Bin gespannt, ob die Hüter auch noch auftauchen. Notes of Adventurer by Anonymous, Book 2. Of course, it was absolutely the most terrible written piece of filth I've ever had the pleasure to lay eyes upon. Metal horses that move on the ground, creatures made by man which lift things and covered as though they are alive. Preposterous. It's no wonder that Sir Brownie's fanciful writings are scuffed
and by educated scholars such as myself. Achso, das war's schon. Okay. Finde ich cool, dass jetzt hier... Achso, ich könnte auch zwischendrin mal speichern. Es gibt nämlich keine Autosave-Funktion und wenn man verreckt... Ich glaube, es gibt aber eine... Wie war das nochmal? Ups. Wie hat man nochmal Quicksave gemacht? Ich dachte, es war F11, F12. War es F10? Nee. Muss ich nochmal ganz kurz in die Controls gucken. Compass. Quicksave. S plus Alt. Ja, nee, das machen wir mal nicht. Wir machen jetzt tatsächlich mal F5. Als Save. Ja. Genau. Weil da müssen wir nämlich nicht immer ins Menü gehen und können das aber dann trotzdem als Quicksave laden. Und das finde ich ganz cool. Jo, da gehen wir definitiv nicht rein. Okay. Irgendwer möchte, dass wir uns hier wohl comfy fühlen. Captain's Log. Manifest to create Spanier Fruit. 45 Ips Match can extract powdered. Yovara Dragon Stature für Kidda. Oh, 12 Boxes Assorted Gemstones. 32 Pounds Grass Core Gourds. Oder, ja. Das ist Pounds eigentlich. 1 Crate Lineala Figurines. Und 1 Crate Book of Deeds. Captain's Log Dead 5. Seems a bit dramatic to keep a captain's log on such a small ship and uneventful journey, but Peppa insisted. I'm excited about seeing Kedar again and I hope the city is all he has promised. There were some rough winds late this afternoon from the northeast and I anticipated, but the ship is fine. The crate containing the Yovara dragon was shaken from its place in the hold and the head was broken from the statue. Kedar really needed this piece and I hate to deliver it to him in two pieces. I'm sure there were gifted artisans in the city who can repair it at a reasonable price. I won't mention it to Kedar until I've had a chance to get it repaired myself. We'll be so excited to see one another. I doubt it comes up for a few days. Day 7. The sea is calm today. It's so peaceful here. I expect to reach the city tomorrow. I've brought a small collection of Lineala statues and texts in hopes there will be some way of distributing them in the city. I'm unfamiliar with their religions and customs, but if nothing else, people may be attracted to them because of their foreign origins. I would never seek to profit from Lineala. Lineala, the goddess forbids it. But I'm sure she will be pleased that I have remembered her on this trip. Okay, mehr steht da nicht drin. Captain's Log, das sind natürlich wir. Also wir heißen ja Zaya. So, hier kam die raus. Ups. Was haben wir denn noch? A rough map. Healing Oil. Das benutzen wir mal noch nicht. Okay, hier ist das Mädchen reingelaufen. Oh, hier ist Blut. Ja, das ist natürlich mal ganz toll. Schade, das ist nur ein Innenhof, da können wir nicht entkommen. Hier liegt ein Buch. Aber das ist scheinbar nicht zu lesen. Ja, sie schrieb in diesem Captain's Journal über ihre
über ihre Reise, dass sie sich freut, Kedar zu sehen und alles. Ich meine, das ist ja auch cool. Aber das Ganze hat ja jetzt jäh geendet. Damn, I can't get out of this place. Can't understand how this door can be closed so fast by the wind while I barely opened it half an hour. Then those horrible sounds and steps, they are getting closer every minute. Who or what can live in such a place? Tinker used to warn me about something strange here. I should have listened to him. Oh, my candle is almost burnt out. Soon I'll face the darkness. Whatever it is coming, I'll be not an easy opponent. Okay. Also hier ist keine Leiche. Das heißt schon mal... Wahrscheinlich ein Zombie jetzt. Keine Ahnung. Ja! Schön. Da twistet ein Teller durch die Gegend. Das ist ganz normal hier. Das sollte leider den Wiedervermietungswert deutlich nach unten treiben. Fehlt nur noch, dass unten irgendwo im Keller ein Tor zur Hölle ist, ne? So, jetzt haben wir eigentlich alles, oder? Ne, hier waren wir noch nicht drin. Können wir uns nicht hier einschließen irgendwie? Und sagen, so, wir bleiben jetzt hier. Wir leben hier jetzt quasi, also keine Ahnung. Was sind denn unsere Objectives nochmal? Find a safe place to hide until you can figure out what's going on. Ich meine, safer als dieses Zimmer wird's doch nicht mehr, oder? Ich habe unten noch nicht alles erkundet tatsächlich. Und ich war noch nicht da drin, wo dieser Geist ist. Ich speichere mal. Ich fürchte, dass das nichts Gutes ist, wenn ich da jetzt reingehe, aber... Okay, die chillen da draußen, bis wir halt rauskommen. Okay. Also wir müssen scheinbar auch unten nochmal alles absuchen. Das hier ist lauter Boden. Unsere Geräusche können uns auch verraten. Also wenn wir jetzt laut... über lauten Boden gehen. Das ist ja auch aus Thief so bekannt. Das sieht doch so aus, als ob wir hier... Ha! Sehr schön. Healing Oil, nice. Hier stöhnt ja ordentlich was zusammen. Gut, ansonsten gibt's hier wohl nichts mehr. Wir sind auch übrigens unbewaffnet, also... Ah, das ist der Innenhof, den wir vorhin von oben gesehen haben. Vielleicht müssen wir das gleichzeitig da drauflegen. Ansonsten wären doch da nicht beide... Also, dass wir beide gleichzeitig quasi nach unten drücken müssen. Gibt es da noch mehr Rubble? Oder irgendwas, das ich aufheben und mitnehmen kann? Okay. Da schauen wir jetzt gleich mal hinter. Jetzt gehen wir nochmal kurz hier rein. Wir waren ja noch nicht überall. Okay, eine Küche, in der ein Feuer brennt. Also... Pokal. Nochmal Healing Oil. Sehr schön. Eine Schale. Können wir uns nicht einfach hier drin verstecken? Okay, das reicht offensichtlich nicht. Okay, da sind wir dann jetzt einmal... rumgelaufen quasi. Das gibt's hier hinten noch. Eigentlich gibt's auch noch einen Raum. Okay. Hm.
Okay, aber hier sind nur Stockbetten. Da oben ist nichts. Ja gut, ich meine, haben wir jetzt hier, waren wir glaube ich auch noch nicht, gell? Geht nicht ganz auf die Tür. The Knowledge Depository will help you open this door. Search well. The Knowledge Depository. What is this? Who are you? The Knowledge Depository will let you open this door. Okay. Das dachte ich schon. Ich speichere noch mal kurz. Also, wir schauen noch mal raus, weil hier hinten ging es ja weiter. Also, es gibt ja irgendetwas, was wir finden müssen. Und wir können uns hier Gott sei Dank frei bewegen. Ohne, dass uns was passiert im Moment. Das ist ja auch schon mal was wert. Oh ja. Ein Friedhof, wie toll. Oder? Nee, ist einfach nur ein Park. Basement Key. Okay. Das, ist gut, oder? Also hier ist nur ein Garten. Da geht es nicht wirklich weiter. Was gibt's hier noch? Ah ja, wie schön. Ne? So ein kleiner Pavillon hier hinten. Also wenn man das ein bisschen aufhübschen würde, hier leichte Pinselsanierung, würde ich mal sagen. Da wäre schon viel gewonnen. Gut, wir haben den Basement Key. Das heißt, wir sollen ins Basement gehen. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Ich meine, die Typen da draußen gehen nicht weg. Und wenn wir rausgehen, töten die uns. Wir überhaupt. Wir können eh nicht mal mit der Vordertür interagieren, also. Gut. Ganz schön fishy hier unten. Oh. Haste will lead to death, while attention will serve the best. Okay. Haste will lead to death, but attention will serve the best. Also Attention. Aufpassen auch, wo wir hintreten. He ignored the path that is straight as the falling death. Then he chose right most. Though not right he was. Who are you? I don't understand why you're helping me. Gut, das war schon mal der falsche Weg. Okay, wir müssen auch wirklich den richtigen Weg finden. Today I can't be certain, but I think they are following me. They are always following me. They are always following me. I had the guards expand this basement, but I don't trust them. Not one whit. I think they want my money. They see this great big mansion and they want a part of it. Kendall took a bit of stone with him yesterday. I'm certain of it. I don't like that. No. Today it's grievous waiting like this. I hired more men to dig out the basement and we made a discovery. The caves. I'd heard about them, but I had no idea they were this close to the house. This is perfect. What is also perfect is that they have no idea what they're digging out. None, 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 none.
I have begun to fill in a trap here and there, and I haven't set them yet. Wouldn't want to kill the workers, no. Today, yes. Look, it's so perfect. I think I shall weep. My wife knows about this, but she is so caught up in primary that she cannot comprehend the magnitude of it. And now the cave, so beautiful. Yes, I do like the caves. They are like the womb, perfectly warm and giving. Not like my wife, who is cold and taking. My task is almost complete. One of the workers fell into a trap today. I did warn him. Yes, I did. Maybe I didn't, though. Oh, well, that's one less worker I have to pay. They all want my money. Yes, they do. Only 3 workers have remained to work. Why is that? Don't they trust me? Don't they like me? They don't like me. They don't like me. They don't like me. Well, I don't like them either. They keep watching me. They think I'll snap. Well, I haven't snapped yet, so why would I now? Why? Yes, tomorrow is the last day for working. The guards and digger servants will finish setting things up, and then I shall begin to finish my own tasks, which are the traps. Ha! My wife questioned me today. I think she's a little bit scary. No, I don't like her at all. She watches me all the time now, staring with those big cow eyes of hers. She used to be by my side, but now she primes and primes. I heard a guard speak about her rudely. He's in a trap now. I think he's still alive. I can't be certain. I don't want to look. Yes, I do. I'll go to look. At least. Now my wife and the guards and the servants and the children and the gardener and the cook and the stable boy and the visitors will all have to find me back here. They will have to get through my traps, which are really my soul. If they can know my soul, they shall traverse the traps nicely. If not, well, then they didn't deserve to see me anyway. Now they can't stare at me. Now they can't see me. It's so beautiful. I'm weeping. I'm truly weeping because it hurts so well. What's that sound? Ah, one more less deserving soul. Quiet screams, really, from this far away. I guess the first trap got him. I do not care how I get food. I will make the servants bring it anyway. If they know I'm here, maybe they don't. I don't care because they can't stare at me at all times. Snap, snap, snap. Squeak, squeak, squeak. Gut. Da ist jemand Gott sei Dank überhaupt nicht durchgedreht. Also jemand hat hier Tunnel graben lassen. Wahrscheinlich treffen wir diesen jemand gleich. Keine Ahnung. Und ja. Wood will provide the safe passage. Jo, das laden wir. Wood will provide the safe passage. Ja, das war ja leicht. Also wir dürfen nur aufs Holz treten. Das ist doch wieder so ein Boden, durch den man durchfällt. Und das ist doch eine Wand, die man... Careful! Search the secret to remove the danger. Okay, ich habe das Secret gefunden. Ich komme ja nicht an den Griff. Cool hatte ich das wirklich nicht in Erinnerung. Also man muss hier auch ein bisschen nachdenken, wie ihr seht.
patience, young girl. Do not let your quickness and your youth guide you. Patience? Irgendwie nicht mehr hoch. Ich hätte noch mehr Patience haben sollen. Patience, young girl. Do not let your quickness and your youth guide you. Ich dachte, ich muss diesem Ding schneller folgen, weil sonst quasi der Weg weg ist, aber das macht den. Mach den Weg erst. Also Patience ist wirklich gefragt an der Stelle. Können wir jetzt von drauf gehen? Wunderschön. Suppress your pride. Kneel by the guardians. Aha, das Symbol der Hüter. Der bußfertige Mann. Oder in dem Fall die Frau. Solle knien. Das hat ja hier Indiana Jones Vibes. Ah ja, das sind jetzt die Caves. Also die Höhlen, von denen der da vorhin geschrieben hat. Die Frage ist, wo lang? Wahrscheinlich egal. Mhm. Ich höre schöne Musik. Oh, hallo. I am Malik. You are in trouble, yes? You come here to seek safe harbor. Thank you. I don't know what to say. Say nothing of thanks, but sit a while and tell me of your woes. Mission complete! Der Malek. So, unerwartete Unterkunft oder Schutz oder wie auch immer. So. Kedar haben wir gefunden, aber er ist tot. Wir sind geflohen, wir haben einen Safe Place gefunden und jemand, also namens Malek, hat uns jetzt geholfen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Who killed Kadan, and then get my ship and cargo back so I can go home.
I never thought something like this would happen. It isn't so simple as that, Zaya. You will never again feel whole if you do not obtain vengeance for what was done to you and your cousin. But it just doesn't seem quite right. I'm not a murderer or a thief. I can't just walk into a place and take information. You'll learn how. I will teach you. Have you never killed a man? Well, once. But it was a pirate trying to sneak off with our family's ship. He deserved his fate. As your cousin's murderers deserve theirs. This is an unclean city, Zaya. The wicked and venomous thrive here, and you are but one in a line of many who have suffered at their hands. I want revenge. Yes. But isn't there a simpler way? There is no other way. Your cousin is dead. You cannot go home. And even if you could, you would shame your family by not exacting revenge. Kedar's blood stains your hands. But it is up to you. If you want to live with that burden, then it is yours. I cannot force you to take the revenge that belongs to you and you alone. I promise you that, Kedar. I won't leave until I have it. I'll do whatever I have to. Kedar is dead. I am not. I'll make them pay for what they've done. This greedy, foul city will taste it too. Diggers you in bone and casket, finders you and old man's grave, steals you feathers, stones and jewels, steals you hearts and bellies and canes. But disturb the bath and that which rots, the woodsy one will come fail not, to diggers the eyes from the thievesy, man fools brains, new etching in an abandoned trickster temple. It's amazing what skills one can learn in a year. Malik is a good teacher, and has taught me many things, such as how to walk among the shadows, as he calls it. I've also honed my skill with a variety of weaponry, just in case I need to protect myself. Malik says since I've been training hard and with determination, he's decided to give me a little test. I'm supposed to sneak into a local museum that Malik says is relatively easy to get into. Though there are many things I could steal that might aid in my quest, Malik has reminded me that he is not a fence, and selling high-priced items would bring us even more unwanted attention. It's just as well. I'm not that confident in my abilities yet. My main target is this book. Apparently it's a fairly old book, which has a large deal of notes on the city buildings of its time. He didn't explain it much. He just said it was ideal for our plans to get revenge. I hope he'll explain more later. I have no reason not to trust him on this. So, the trials that shape us, also die Aufgaben, die uns formen. Normale Schwierigkeit, your first test will be to break into the museum itself. Malik says your best bet will probably be to try to find a way up to the east balcony, okay, also der Ostbalkon, da können wir einsteigen. Malik wants to find and steal an old tomb recovered from the old quarter. It will probably be somewhere on display out in the open, also es wird irgendwo zur Schau gestellt, wo man, wo es alle sehen können. There's no easy way around it, vengeance costs money, there are enough relics and smaller pieces of art to steal 500 worth of loot, also Rache ist teuer und wir müssen uns irgendwie finanzieren, deswegen sollen wir Wertgegenstände im Wert von 500 klauen. Once you have the book, escape the museum. Also, wenn wir das Buch haben, heißt es abhauen.
Und jetzt startet das wahrscheinlich wie eine klassische Thief-Mission. Genauso ist es. Wir starten irgendwo außerhalb des Ortes. Oh, das ist ein brennbares Fass. Das ist jetzt eher uncool. Wo wir hin müssen. Und wir sehen jetzt schon unten das Lichtjuwel, wie es sich verändert. Genau, jetzt ist es vollkommen schwarz. Wir sind in absoluter Dunkelheit. Und es wird heller, umso mehr wir ins Licht gehen. Da vorne ist das Museum. Da müssen wir irgendwie rein. Und jetzt schauen wir mal schnell. Wir haben ein Schwert. Ein Krummsäbel, wenn ich das richtig sehe. Ziemlich cool. Wir haben einen Knockout-Hammer. Das ist auch ziemlich nice. Wir hatten ja sonst immer einen Knüppel, also so einen Holzprügel, mit dem wir Leute niedergeknüppelt haben. Der Knockout-Hammer sieht irgendwie cooler aus. Genau. Breitkopfpfeile, Wasserpfeile wie gehabt. Okay. Moospfeile, um unseren Schritt zu dämpfen, unseren Schall. Wasserpfeile sind, um Fackeln und Gaslampen zu löschen. Breitkopfpfeile, einfach Leute erschießen. Einen Vine Arrow, also einen Pfeil, der eine Ranke sprießen lässt. Den kann man in Holz meistens schießen. Und das war's. Okay. Gut, dann machen wir den Museums-Coup. Aber erst beim nächsten Mal, liebe Freunde. Ich hoffe sehr, die Pilotfolge hat euch gefallen und ihr wollt mehr hiervon sehen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich schaue dann mal nach, wie ihr so dazu steht. Und hoffe, wie gesagt, euch hat die erste Folge Spaß gemacht und ihr freut euch auf wieder auf Solo-Projekte von mir. Ich freue mich auf jeden Fall mega, wenn ihr wollt, dass ich dieses Projekt weiterspiele. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der zweiten Folge von Thief 2X Shadows of the Metal Age. Bis dahin. Euer Max. Ciao, macht's gut, liebe Freunde.